Na, kommt euch das bekannt vor? Das hier ist Assassin's Creed Odyssey, genauer gesagt die Seefahrten. Und um die zu spielen, drücke ich gerade keine einzige Taste. Es ist tatsächlich möglich, die langen Reisen des Spiels zu automatisieren. Nur, falls ihr euch wundert, das ist mittlerweile nicht mal mehr ungewöhnlich. Auch Red Dead Redemption 2 hat eine Taste, mit der ihr die Ausritte mit dem Pferd automatisieren könnt. Offene Spielwelten sind heute so gigantisch groß geworden, dass ihr von einem NPC zum nächsten manchmal mehrere Minuten unterwegs seid. Zeit, in der oft absolut nichts passiert. Also behelfen sich die Entwickler und implementieren neuerdings Funktionen, dank derer man den Controller auch einfach neben sich auf die Couch legen kann. Aber ein Spiel, das sich von selbst spielt, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Vielleicht ist es das, was ich in vielen Reviews auf Metacritic, Amazon oder in der Presse immer wieder gelesen habe. Dieses Spiel ist zu viel. Mit diesem Satz endet zum Beispiel das Review zu Assassin's Creed Odyssey des renommierten Wirtschaftsmagazins Forbes. Es hat mich irgendwann ausgelaugt, heißt es im Videospielmagazin The Escapist. In der Washington Post wird man sogar noch etwas konkreter. Spieler, die ohnehin zu wenig Zeit haben, sollten sich eher nach etwas anderem umsehen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Assassin's Creed Odyssey oder Red Dead Redemption 2 sind beides tolle Spiele. Und trotzdem liest man diesen einen Kritikpunkt in Verbindung mit Open-World-Titeln immer wieder. Zu viel. Dabei ist Kritik an dieser Stelle wahrscheinlich auch die falsche Formulierung. Wer würde sich schon ernsthaft darüber beschweren, dass er zu viel Spaß mit einer Videospielerfahrung hat? Es ist aber gleichzeitig nicht von der Hand zu weisen, dass diese beiden Titel nur stellvertretend für ein viel größeres Problem stehen. Daher muss die Frage vielleicht eher etwas anders lauten. Macht das denn wirklich überhaupt noch alles Spaß? Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass die schier endlosen Weiten der Open World kurz nach der Geburt der Videospiele noch aus Buchstaben und Satzzeichen bestanden. 1976 bot Colossal Cave Adventure auf der heute in Vergessenheit geratenen Großrechnerfamilie PDP-10 schon die Grundzüge dessen, was sich erst Jahrzehnte später zum eigenen Genre formen sollte. Mit simplen Textbefehlen konnte man schon damals frei entscheiden, wohin man sich bewegt, ob man erkundet, rastet oder mit gezückter Klinge durch dunkle Höhlen schleicht. Erst 1990 wagt Ultima 6 den nächsten Schritt, indem es die Dungeon-Passagen der Vorgänger und das Erkunden der Oberwelt zu einem Look vereinheitlicht. Der erste Schritt zur großen zusammenhängenden Welt war hiermit getan. Der nächste Meilenstein kam dann erst 1996. Bethesdas zweites Elder Scrolls namens Daggerfall simulierte die größte offene Spielwelt, die es zum damaligen Zeitpunkt gab. Noch dazu in echtem 3D. Die Umgebung war zwar noch zufallsgeneriert und die Technik oft heillos überfordert, aber der Urvater der Open World, wie wir sie heute kennen, ist damit geschaffen. Ab da entwickelte sich die Open World immer rasanter weiter. Nintendo schickt 1998 Link in die Weiten von Ocarina of Time. 99 ging Midtown Madness den nächsten Schritt. Während all die anderen Rennspiele der damaligen Zeit immer noch schnurgerade Streckenkurse auffuhren, experimentierte Entwickler Angel Studios bereits mit einer offenen Welt. What if instead of a track you could race your way through the streets of Chicago? That's Midtown Madness. Im zwar nicht wirklich akkuraten, aber mit viel Liebe zum Detail nachgebauten Chicago gibt es sogar schon wechselnde Wetterbedingungen und realistisch simulierten Verkehr, womit dann auch der Grundstein für das hier gelegt war. Zwei Jahre nach Midtown Madness sollte GTA 3 die offene Spielwelt für immer verändern. Heute, fast 20 Jahre später, reicht es aber längst nicht mehr nur, dass eine Spielwelt groß und hübsch ist. Interaktiv muss sie sein. In Red Dead Redemption 2 kann man ganze Stunden mit Nebensächlichkeiten verbringen. Vom Pokern bis zur Tanzrevue, ohne auch nur eine einzige Mission erfüllen zu müssen. Das legendäre Shenmue lieferte schon 2001 die Blaupause für jene Sorte von Open-World-Titel, die heute zu den Großen des Genres gehören. In diesen Titeln ist die Narrative längst nicht mehr der einzige rote Faden, sondern nur eines von vielen Rädchen im großen Spielmechanikgetriebe. Open-World-Titel werden daher komplexer und komplexer. Heutzutage haben sogar die friedlichen Tiere in Far Cry 5 eigene KI-Routinen und Tagesabläufe. Anfang der 2000er konnte man froh sein, wenn die KI überhaupt getroffen hat. Auch die Mechaniken werden immer vielseitiger. Ein Metro Exodus liefert eine lebendige, atmende Spielwelt und ein Crafting-System, Schleichmechaniken und Fahrzeuge. In anderen Genre-Kollegen kann man jagen, Detektiv spielen oder Rätsel lösen. Trail ends here. Dirt and ground cover concealing a hatch. Secret Passageway. Diese Masse an Möglichkeiten und Mechaniken, die ein Spiel heutzutage bieten muss, fordert einen hohen Tribut. Nicht umsonst gehören Open-World-Titel immer noch zu den buglastigsten Spielen auf dem Markt. Und zu jenen, deren Entwicklung erheblich länger dauert. Ein Call of Duty konnte sich auch deshalb einmal pro Jahr aufs Neue blicken lassen, weil der Singleplayer-Modus wie auf Schienen ablief. Wer einmal zu weit nach links schaute, konnte die Illusion der Spielwelt zwar schon brechen sehen, aber immerhin behielten die Entwickler damit die Kontrolle über den Ablauf.
Ganz nüchtern betrachtet ist das Unterfangen Open World daher für einen Spieleentwickler eigentlich eines, das rein wirtschaftlich kaum Sinn ergeben sollte. Diese Freiheiten in ein Spiel zu programmieren ist wahnsinnig kostenintensiv. Wenn theoretisch alles möglich ist, ich jeden Stein im Spiel einzeln umdrehen kann, muss nun mal vorher irgendjemand diesen Stein auch modellieren, auch wenn er vielleicht niemals angefasst wird. Großprojekte wie Assassin's Creed Origins entstehen daher heutzutage nicht mehr klassisch in den Büroräumen eines einzigen Entwicklers, sondern werden aufgeteilt in kleine Häppchen über den gesamten Globus verstreut entwickelt. Auf der Game Developers Conference 2018 verriet Assassin's Creed-Chef Jean Gusteau, dass so ein Unterfangen wie im Beispiel von Origins schon mal wie eine gigantische Gruppenarbeit anmuten kann. And this was the first time we had multiple teams collaborating. Die Leitung des Projektes liegt bei Ubisoft Montreal. Designentscheidungen, Charaktere und Geschichte entstehen federführend in der kanadischen Millionenstadt. Tausende Kilometer weiter kümmert man sich bei Ubisoft Sofia in Bulgarien um die nordwestlichen Regionen der Spielkarte, designt Quests, Grabstätten und Pyramiden. Während bei Ubisoft Bukarest die Arenen und Wagenrennen zusammengeschraubt werden, bastelt Ubisoft Singapur zur gleichen Zeit an den Schiffskämpfen und Unterwassergebieten. Insgesamt beteiligen sich 10 verschiedene Ubisoft-Studios mit über 1200 Mitarbeitern an der Entwicklung des Spiels, von den Philippinen über China bis Kiew verteilt. Die externen Auftragsstudios sind da noch nicht einmal mit inbegriffen. Der gängige Status quo des Open-World-Genres lässt sich aber nur mit diesen Maßnahmen überhaupt gewährleisten. Immerhin findet das Wettrüsten in Sachen Spielwelt mittlerweile an allen Fronten statt. Immer schöner müssen sie werden, immersiver und im Optimalfall auch immer größer. Wo 1998 in Ocarina of Time noch überschaubare 1,5 Quadratkilometer Landmasse ausreichten, kommen Just Cause 3 und der aktuelle vierte Teil auf über 1000 Quadratkilometer begehbare Fläche. Da hält sogar Berlin, immerhin die größte Stadt Deutschlands, mit ihren knapp 900 Quadratkilometern nicht mehr mit. Trotzdem ist in den letzten Jahren gerade unter den sogenannten AAA-Spielen der Trend zu immer mehr Open-World-Einflüssen unverkennbar. Rennspiele wie Forza Horizon oder The Crew kommen fast nicht mehr ohne aus. Ego-Shooter haben die schlauchigen Bunker- und Höhlennetzwerke der Anfangstage längst hinter sich gelassen. Selbst als EA vorletztes Jahr das noch unbenannte Star Wars-Spiel von Visceral Games einstellen ließ, verknüpfte man dies mit einer ungewöhnlichen Entscheidung. Der eigentlich als storybasierte Einzelspielererfahrung erdachte Titel sollte in den kommenden Monaten völlig umgekrempelt werden. Und zwar als Open-World-Spiel. Mittlerweile wurde der Titel endgültig gecancelt, weil die Kosten eines Neuanfangs wohl zu groß waren, aber dennoch, die Entscheidung allein wirkte wie ein starkes Statement für die offene Spielwelt. Nur, woran liegt's? Warum nimmt man ein halbfertiges Singleplayer-Spiel und will da auf Biegen und Brechen eine Open-World reinquetschen? Diese Erklärung liefert die EA in derselben Pressemitteilung freundlicherweise gleich mit. Darin steht, der Markt hat sich fundamental gewandelt, wenn wir wollen, dass der Spieler immer wieder zu unserem Spiel zurückkehrt, müssen wir es anders aufbauen. Floskeln wie breiteres Erlebnis und mehr Spielerbeteiligung fallen darin. Und um zu erklären, was genau das bedeutet, muss man im Grunde nur auf die imposanten Zahlen eines GTA 5 blicken. Das hat sich über all die Plattformen hinweg blendend verkauft. Klar, mittlerweile beinahe 100 Millionen Mal. Hey Baby, looking for a date? Nope, me and my wife did therapy. No pros for me. Aber diese Zahlen sind für den Publisher Take-Two im Grunde zweitrangig. Die eigentliche Goldader haben Rockstar Games und Take-Two mit Hilfe sogenannter wiederholter Nutzerausgaben angestoßen. Fast die Hälfte der jährlich knapp 2 Milliarden Dollar Umsatz macht Take-Two mit Mikrotransaktionen. Dank stetig neuer Patches sinken bisher weder das Spielerinteresse noch deren Bereitschaft, Geld für Ingame-Inhalte auszugeben. Und weil der Content-Strom nie abzureißen scheint, bedingt dies auch die Abverkäufe des Hauptspiels. Selbst im September 2018 rangierte GTA 5 noch immer in den Top 10 der deutschen Videospielverkaufscharts. Für ein 5 Jahre altes Unterhaltungsprodukt ist das eine enorme Leistung. Logisch, dass angesichts solcher Superlative die Augen der Konkurrenz größer und größer werden. Zwar lässt sich der Fall GTA natürlich nicht einfach auf jedes beliebige Open-World-Spiel übersetzen, aber wenn die Erfolgsgeschichten der letzten Jahre eines gelehrt haben sollten, dann, dass es die Publisher zumindest mit aller Macht versuchen werden. Erst vorletztes Jahr verzettelte sich Mittelerde Schatten des Krieges an seinen ungelenk erdachten Mikrotransaktionen, mit denen sich für echt Geld integrale Spielmechaniken einfach aushebeln ließen.
Allerdings haben nicht alle Gründe für das Unterfangen Open World immer nur mit maximaler Gewinnausbeute zu tun. Die Unberechenbarkeit offener Spielwelten, in denen zufällige oder geskriptete Events die Spielerfahrung stark beeinflussen oder in der menschliche Mitspieler ein überraschendes Element darstellen können, eignen sich vorzüglich für die Auswertung auf YouTube oder Twitch. Spiele wie DayZ, PlayerUnknown's Battlegrounds oder das fast schon absurd erfolgreiche Fortnite verdanken große Teile ihres Erfolges dem Unterhaltungsfaktor, der sich aus den stets unberechenbaren Schlachten innerhalb ihrer offenen Multiplayer-Arenen ergibt. Immer mehr Entwickler hoffen daher, dass auch ihr Spiel vielleicht zum Hype wird. Stop! What the fuck? I don't want balloons! Offene Spielwelten werden aber dann zum Problem, wenn der Profitwunsch an erster Stelle steht. Oder schlimmer, der Entwickler sie nicht versteht. Nur weil man mit offenen Spielwelten auch den Begriff Sandbox in Verbindung bringt, heißt es nicht, dass man den neugierigen Entwickler auch die wortwörtliche spielerische Einöde vorsetzen kann. Wer gleichzeitig alles machen kann, aber dann nichts zu tun hat, der will auch nicht erkunden, entdecken oder erobern. Solche Titel, die mit ihrer Freiheit nicht viel anzufangen wissen, gab es in jüngerer Vergangenheit immer seltener. Das seltsam leblose Mafia 2 gehört zu den wenigen Titeln, die da direkt ins Gedächtnis geraten. Dessen Nachfolger hat dafür ein ganz anderes Problem. Der Content ist zwar da, wird aber in Endlosschleife wiederholt. Über Stunden macht ihr in Mafia 3 immer wieder dasselbe. Zumindest wenn ihr nicht gerade wieder von einem der zahllosen Bugs aufgehalten werdet. Ein ganz ähnliches Problem haben aktuell die sogenannten Games-as-a-Service-Spiele, auch Loot-Shooter genannt. Destiny, das erste Division und jetzt ganz aktuell Anthem tun sich verdammt schwer damit, die Spieler nicht immer wieder mit belangloser Quest-Tretmühle zu nerven. Eigentlich überrascht es da kaum, dass Open-World-Spiele mit all ihren Wenns und Abers, ihren Eventualitäten und Entscheidungsmöglichkeiten wie Kartenhäuser wirken. Da reicht manchmal ein kleiner Designpatzer und die gesamte Spielerfahrung gerät ins Wanken. Etwa wenn Tempo und Timing nicht funktionieren. Dragon Age Inquisition ist da ein sehr gutes Beispiel. Das Rollenspiel ist zwar per Definition eigentlich kein reiner Open-World-Titel, bietet aber derart gigantische, frei erkundbare Karten, dass man zumindest von starken Einflüssen sprechen kann. Und eine dieser Karten steht heute wie ein Mahnmal für schlechtes Open-World-Design. What's the situation out here in the Hinterlands? Die berüchtigten Hinterlande waren ein riesiges Areal, befüllt mit zahllosen Quests. Viele davon lagen weit auseinander. Laufwege schlugen große Löcher in die Motivationskurve des Spielers. Nichts davon brachte die Haupthandlung nach vorn. Viele Aufgaben wirkten beliebig, eigentlich das ganze Gebiet und irgendwann das Spiel selbst. Die Hinterlande gelten, obwohl sie recht früh im Spielablauf auftauchen, als Scheidepunkt, der viele Spieler sogar zum Abbruch des Titels bewegt hat. Masse statt Klasse ist für Open Worlds der völlig falsche Ansatzpunkt. Was nützt schon die größte Spielwelt, wenn man sie nicht mit bedeutsamen Inhalten füllt? Inquisition Forces, they're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. Bei kaum einem anderen Spiel kam mir dieser Gedanke wie bei Assassin's Creed Odyssey. Das gibt sich zwar alle Mühe, die feine Balance zwischen Spielmechanik und Spielwelt zu wahren, die Masse an Inhalten fordert aber auch hier ihren Tribut. Mal ein Beispiel. Wer möchte, kann theoretisch unzählige Schatzkisten am Wegesrand entdecken. Ob man diese lootet oder nicht, macht im Grunde aber keinen großen Unterschied. Über weite Strecken der Haupthandlung leveln sämtliche Gegner nämlich mit und damit auch die Ausrüstung, die von ihnen droppt. Warum sollte ich also alle Fragezeichen auf der Karte abarbeiten, wenn man nur einen Levelaufstieg später ohnehin schon wieder bessere Ausrüstung findet? Im Umkehrschluss ist es dann aber wahnsinnig unelegant, dem Spieler die unliebsamen Nebenaufgaben am Ende doch wieder aufzudrängen. Wer ausschließlich der Haupthandlung folgt, der wird im späteren Spielverlauf immer wieder Momente erleben, wo er den Gegnern im Level unterlegen ist. Der Unterschied ist nie dramatisch, aber er ist gerade in härteren Kämpfen spürbar genug, um ihn ausgleichen zu müssen. Und wer sogar alle Teile des Spiels sehen will, von denen sich einige erst mit Höchststufe 50 offenbaren, der muss letzten Endes doch wieder in Banditencamps, Militärlagern und Tempelruinen auf Erfahrungspunkte Jagd gehen. In vielen Reviews auf Metacritic oder Steam kam dadurch der Vorwurf auf, Ubisoft würde den Spielfortschritt künstlich abbremsen, um so den Itemshop anbiedern zu können. Dort kann man unter anderem Beschleuniger für den Erfahrungspunktezuwachs kaufen, was den notwendigen Grind gegen Ende des Spiels tatsächlich obsolet macht. Ein zwingendes Muss ist dieser XP-Boost zwar nicht, aber dass Ubisoft durchaus mit Möglichkeiten experimentiert, die massiven Entwicklungskosten durch weitere Einnahmequellen wieder auszugleichen, ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Sehr viel besser funktioniert das, wenn Assassin's Creed Odyssey dem Spieler eine deutlich schmackhaftere Karotte vor die Nase hält. Join my crew and let me show you. Offene Spielwelten können dann richtig gut werden, wenn Mechaniken ineinander greifen und damit eine motivierende Belohnungsspirale erzeugt wird. Diesen schmalen Grat zu gehen, der aus Neugierde ganz schnell Überforderung werden lassen kann, wird eine der größten Herausforderungen für die Open-World-Entwickler bleiben.
Dass es geht, zeigen einige Beispiele. The Witcher 3 gilt auch deshalb als eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten, weil unter jedem Stein, hinter jedem Hügel etwas Bedeutsames wartet. Quests sind fast durchgehend brillant geschrieben, Jagdmissionen erzeugen feine Spannungsmomente, Detektivmissionen regen zum Knobeln an. Keine dieser Aufgaben muss man machen, aber man will. Dafür sind sie schlicht zu gut. I thought you'd become a stranger to me, that I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Kommen wir also nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage. Macht das alles noch Spaß oder ist das schon viel zu viel? Naja, zumindest kann man sagen, dass die Open Worlds definitiv nicht allein schuld an diesem Eindruck sind. Unsere Überflussgesellschaft versorgt uns doch jeden Monat mit zu viel von einfach allem. Streaming-Portale für Musik lassen uns jederzeit in beinahe jedes Album reinhören. Netflix und Co. stocken wöchentlich ihren Serienkatalog weiter auf. Im Kino starten jede Woche bis zu 20 neue Filme. Spielefans werden sogar komplett überfordert. Allein 2018 erschienen in manchen Monaten bis zu 40 Titel. Die zahllosen Early Access Games, Content Patches, Add-ons und Season Events sind da noch nicht einmal mit einberechnet. Wer da noch wirklich am Ball bleiben möchte, braucht monatelangen Urlaub. Spielen ist ein Hobby geworden, das bisweilen zum Zweitjob ausarten kann. Wer zu jener Sorte Spieler gehört, die gerne alle Geheimnisse eines Spiels erkunden, alle Quests erfüllen wollen, kriegt das doch gar nicht mehr hin. Ich zum Beispiel mag fast alle der Open-World-Titel und trotzdem war es für mich oftmals ein Kraftakt, sie durchzuspielen. Immer wieder wurde aus anfänglicher Freude und Neugierde erst Ermüdung, später Ernüchterung. Da hilft es meist, sich auf die Hauptquests dieser Spiele zu fokussieren und die Nebenaufgaben zu ignorieren. Zu den Freiheiten der Open-World-Titel gehört mittlerweile eben auch die Wahl, ob ich die angebotenen Inhalte überhaupt nutze. Aber andererseits, irgendwie fühlt es sich frustrierend an, Spielinhalte einfach zu überspringen. Vor allem, wenn man dafür 60 Euro bezahlt. Deep fucking shit. Gefühlt ist den Entwicklern beim wahnhaften Versuch, mehr und mehr Inhalte in ihre Spiele zu pressen, der Blick dafür verloren gegangen, ob das die Spieler überhaupt glücklich macht. Dass ich in jedem zweiten Open-World-Titel Türme erklimmen muss, um die Karte freizuschalten, daran habe ich mich gewöhnt. Aber Spiele wie das letzte Assassin's Creed wollten neuerdings auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Odyssey hat Romanzen, Entscheidungen, ein verzweigtes Dialogsystem und leiht sich gleich noch das Nemesis-System aus Mittelerde Schatten des Krieges. Keine dieser Neuerungen fühlte sich für mich bedeutsam an. Eher wie noch mehr von ohnehin schon zu viel. Zuletzt ging mir das in beinahe jedem Open-World-Titel so. Wie das Schaudern, das mich durchfährt, wenn ich die Weltkarte öffne und unzählige Fragezeichen aufploppen. Wer will beim Spielen schon solche Gefühle haben? Ich wünsche mir daher für die Zukunft des Genres, dass die Entwickler wieder mit mehr Fokus arbeiten, herausfinden, welche Vision sie haben, was für die eigene Spielwelt wichtig ist und Sinn macht. Denn ja, das ist durchaus möglich. Ich möchte dieses Video daher mit einem positiven Beispiel beenden. Den vielleicht besten Ansatz für diesen waghalsigen Balanceakt hat im vorletzten Jahr nämlich Nintendo gefunden, indem sie ihn einfach umgangen haben. Ein Problem der offenen Welten ist, dass beinahe kein Titel in der Lage ist, Spielwelt und Spielfluss in homogenen Einklang zu bringen. Wer stur der Haupthandlung folgt, rennt oft an riesigen Teilen der möglichen Spielerfahrung vorbei. Wer sich regelmäßig von Nebenaufgaben ablenken lässt, verliert irgendwann aber den Faden der Geschichte. Aber was, wenn es im Grunde keine Handlung gibt? The Legend of Zelda Breath of the Wild musste den Spieler nicht mit grauen Fragezeichen auf der Spielkarte erschlagen, musste keine Fähigkeiten an Fleißaufgaben knüpfen, hatte keine vielfach verschachtelten Questketten. Nintendo schien vielmehr verstanden zu haben, dass manchmal bereits die Reise das Ziel sein kann. Dinge, die in anderen Spielen als Nebenbeschäftigung gelten, werden hier zur Hauptaufgabe. Die Suche nach Items, das Kochen von Früchten, die Erkundung der Schreine, sie alle sind integrale Spielbestandteile und doch optional. Der Spieler gestaltet sich seine Spielerfahrung mit Hilfe dieser Bauteile selbst. Aus purer Neugierde, nicht weil er muss. Genau das ist Freiheit. Es bleibt zu hoffen, dass sich unter der Vielzahl kommender Open-World-Spiele mehr und mehr befinden, die diesem Beispiel folgen. Dann wird aus zu viel vielleicht immer öfter viel zu gut.